Viel Platz beim Duschen. Wer wünscht sich das nicht? Schaut euch mal diese Riesendusche an. Die Dusche haben wir so erstellt, dass sie mittels zwei riesiger Pendeltüren zu öffnen ist. Wir haben hier keine geschlossene Duschform, sondern eine, die bei Nichtbenutzung immer geöffnet ist, sodass man, wenn man vorm Waschtisch steht, nach hinten ausreichend Platz hat. Große Dusche. Was ist wichtig? Dass das Wasser anständig wegfließt in eine Rinne. Wir bauen immer Rinnen ziemlich an der Wand ein, was einfach wunderschön aussieht. Eine große Rinne, die Abdeckung kann man abnehmen, schön drunter reinigen. Und auch hier der Duschbereich mit großen Fliesen mit wenig Fugenanteil. Das Wasser läuft dann hier in die Schattenfuge rein, sodass man eigentlich gar nicht so richtig sieht, wo der Abfluss ist. Aber tatsächlich ist es diese Fuge hier da, wo das Wasser reinläuft. Auch die Trockenbauarbeiten hat unser Team in diesem Badezimmer erstellt. Schaut euch mal die Wände an. Die Wand der Dusche haben wir so konstruiert, dass versteckt dahinter die Toilette sitzt. Somit sieht man die Toilette nicht direkt, wenn man ins Badezimmer kommt. Über der Badewanne und über dem WC haben wir Trockenbaukisten hergestellt, in die wir Beleuchtung gesetzt haben, um somit für eine wunderschöne Atmosphäre zu sorgen. In die Wand der Dusche haben wir noch eine Nische integriert, die wir mit Glas verschlossen haben und somit für eine perfekte Ablage gesorgt. Fliesenfarben zeitlos. Wähle eine Fliesenfarbe, die auch über Jahre noch hinweg einfach zeitlos wirkt. Wie in dem Fall. Zum Beispiel ein schöner Grauton. Die Fliese selber sollte sehr groß sein, sodass du einfach wenig Fugen hast. Im Duschbereich macht das das Reinigen extrem einfacher. Du möchtest Stauraum in deinem Badezimmer, aber keine riesigen Schränke? Dann mach doch einen Einbauspiegelschrank in dein Badezimmer. Ein Einbauspiegelschrank lässt man in die Vorbauwand ein und hat somit einen Spiegel und gleichzeitig extrem viel Stauraum. Schau dir diesen wunderschönen Spiegelschrank an. Der verfügt über eine umfassende LED-Beleuchtung und über drei Türen. Schaut euch mal die wunderschöne Badewanne an. Die Badewanne verfügt über zwei Liegeflächen. Das heißt, man kann wunderbar zu zweit darin liegen und baden und entspannen. Die Wanne haben wir extra ganz flach installiert. Das heißt, die Einstiegshöhe ist ganz tief. Somit fällt einem der Einstieg viel leichter. In so einer Badewanne lässt es sich perfekt entspannen. In diesem Badezimmer haben wir mit unserem Durezza-System für einen richtigen Hingucker gesorgt. Schaut euch mal die Wandbeschichtung an. Mit unserer Durezza-Wandbeschichtung haben wir richtig Atmosphäre geschaffen. Diese beleuchten wir noch mit den LED-Spots und sorgen hiermit für einen richtigen Hingucker im Badezimmer. Die Beleuchtung wurde so installiert, dass diese auch noch dimmbar ist. Gerade beim Baden an kalten Tagen sorgt dies für richtige Entspannung. Unser Durezza-System ist in unzähligen Designs erhältlich. Es ist außerdem wasserfest, rissfest, kratzfest. Das Durezza-System hat auch keinerlei Nachteile gegenüber einer Fliese. Es ist wunderschön und hebt dein Badezimmer auf ein ganz anderes Niveau. Folgt uns für noch mehr Badsanierungstipps. Wir hätten vorher niemals gedacht, dass man aus so einem kleinen Raum so ein großes Raum- oder Badezimmerwunder machen konnte. Mir persönlich am besten gefallen auf jeden Fall die großen Türen. Wir werden auch immer für angesprochen. Das macht das Ganze einfach nochmal gigantisch größer, als es vielleicht in Wirklichkeit ist. Also man hat einen richtigen Duschraum hier drin, den ich mir, wie gesagt, vorher nicht vorstellen könnte. Und die Tapete ist einfach ein Eyecatcher. Gibt das Ganze so einen Mountain-Flair. Fühlen wir uns einfach mega wohl. Wie verliefen denn die Bauarbeiten? Kann ich nichts sagen. Das ist 1A. Es gab überhaupt gar keine Komplikationen. Das war optimal. Wir hatten eine ganz, ganz freundschaftliche Kommunikation auch einfach mit dem ganzen Team. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir sind unfassbar glücklich, wie das alles abgelaufen ist. Würden es immer weiterempfehlen. Hätten Sie gedacht, als Sie Ihr Bad auf VR gesehen haben, dass es am Ende auch wirklich so aussieht? Also erstmal fand ich das gigantisch. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass man das so gut machen kann auf VR. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich auch einfach ein technikaffiner Mensch bin. Ich habe mich da sehr gerne drin bewegt und habe natürlich gedacht, naja, alles ganz nett, wenn das so virtuell aussieht, aber wie sieht es am Ende in Wirklichkeit aus? Und man kann es ja hier sehen, ist es 1:1 übernommen worden und ich bin absolut happy. Wie war die Erfahrung, Ihr Badezimmer vorab schon in der VR-Welt zu bewegen? Ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Wir haben gedacht, wir kriegen das jetzt wieder als so ein ganz normales Ausdruck vorgelegt, auf Papier, wie sich das hier so gehört. Und dann war das natürlich schon mal Next Level. Und wie gesagt, man konnte sich halt einfach drin bewegen. Wir konnten schauen, wie ist es überhaupt mal, die Schritte durch das Bad zu gehen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen und dann auch diese Dimension zu vergrößern.
Und wie gesagt, am Anfang war ich vielleicht ein bisschen skeptisch, weil man natürlich nicht weiß, sind die Maße wirklich so, wie sie dann in der Virtual Reality auch dargegeben sind. Aber es ist original wie in der VR dargestellt und 100% getroffen. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten mit den Handwerkern oder ähnliches während dem Bau? Nein, ganz klar nein. Würden Sie Genova Bauer weiterempfehlen? Das tue ich schon.